So, da bin ich wieder. Hallo Leute, hier ist wieder euer Garthog. Willkommen zurück zu Let's Play Ghost Masters in der nächsten Aufnahme. Also nicht der nächsten Aufnahme-Session, sondern im nächsten Part. Es sind jetzt 4 Sekunden seit dem letzten vergangen. Wir gehen ins Ghoulzimmer. Der coole Musik. So, wir dürfen ein wenig aufrüsten und ich weiß schon, wen ich aufrüsten möchte. Und zwar möchte ich... Wo ist er denn? Wo bist du denn? Mädel. Das war jetzt nicht die Intention. Hier draußen... Wir sehen hier, wir haben ja schon ordentlich Zeug. Hier ist Harrit. Harrit, hi! So. Was kostet das Ding? 2000. Trojanisches Pferd. Das brauchen wir. Sehr gut. Gut, damit wäre Harrit... Nein. Dann möchte ich Stormtalon. Und zwar bekommt der Gute hier... Nein, Stormtalon bekommt nichts. Ist wohl eigentlich noch was? Keine Ahnung. Tobsuchtsanfall. Oh. Oh, Feuerball. Ja, den nehmen wir mit. Den kannst du gebrauchen. Feuertanz. Ja, den kriegst du auch. Gut. Dann... Wo ist eigentlich Skel? Ah, da ist er. Was kannst du denn? So alles. Dichterschwarm. Kriechpflanzen und Flower Power. Kriegst du den dichten Schwarm. Danke. Jetzt rüsten wir erstmal als Team auf ein bisschen... Als nächstes möchte ich... Wo ist er denn? Da. Du bekommst noch... Du bekommst noch Sicherungsdurchbrennen, mein Freund. Gut, dann möchte ich Daydreamer, bist du's? Ich weiß, mit dir habe ich noch nie gespielt, aber... Aura lesen, zerrüttete Nerven. War da nicht Hypnos? Vorstellung, Schlafwandler. Du hast Schlafwandler, gut. So. Nee, du bist eigentlich schon ganz gut so. Kannst du noch was lernen? Du kannst noch den Riesenschwarm lernen. Ja, komm, den kriegst du. Mein Mädel. Oder, ich weiß nicht, das ist eine Spinne. Ich habe irgendwie immer so das Gefühl, dass Spinnen irgendwie Frauen sind. Keine Ahnung warum. Klingt das sexistisch? Ich glaube schon. Ja, der Metalgeist hier. Du kriegst noch den Botengang des Dummkopfs und den Donnerschlag. Danke. So. Und... Ich rüste... Wir sehen auch übrigens, wir haben schon ziemlich viele Geister, ne? Terror Eye. Du bekommst... Doch. Nee, du bekommst nicht... Kommst du... Doch, du bekommst Schock gefrostet. Hier, mein Kumpel. So, und wo sind sie dann noch? Hier meine Wasserelementare. Ether oder Whisperwind? Whisperwind finde ich deutlich besser, deshalb Sievers. Wehklang. Wahnsinn. Moment. Wo ist denn der Wassergeist? Wassergeisti! Wo seid ihr denn? Da seid ihr. Natürlich in den Duschen. Wavemaster. Wavemaster ist besser als die andere. Blut. Ja, komm, sie kriegt Blut. Gut, damit hätten wir alle Punkte verteilt. Und auf ins... Also gut, Zimmer verlassen.
Auf zu den Ghostbreakern! In der Something Strange, in der Neighborhood. Die Ghostbreaker machen in der ganzen Stadt Ärger. Wir müssen etwas tun. Sie haben sich in der Polizeiwache einquartiert und bereiten sich auf eine Belagerung vor. Hüte dich vor ihrer Abwehr. Sie haben viele Vorkehrungen getroffen, um dein Eindringen zu verhindern und ihnen zu verraten, was du tust. Gelangst du durch die äußere Absperrung, bleibst du nur dort unbemerkt, wo kein Plasma fließt. Der ektoplasmische Speicher, ihr Geistergefängnis, ist dein Hauptziel. Dieses ansehnliche Gerät benötigt niedrige Temperaturen, um richtig zu funktionieren. Daher befindet er sich zweifelsohne in einem großen, kalten Raum. Zerstöre es und befreie und rekrutiere die Geister daraus. Mit List und Mut kannst du die aufmüpfigen Sterblichen bezwingen. Treibe sie alle aus dem Gebäude oder in den Wahnsinn. Wir zählen auf dich. Die Jungs in ihren stylischen Overalls, die kriegen jetzt auf die Fresse. Und zwar so richtig. Einmal mit der Faust ganz langsam rein. Und dann ganz schnell. Darf ich? Danke. So, wir haben gehört, wir brauchen Feuerball-Dings. Und wir nehmen Dragoon mit, weil er hat Feuerball gelernt. Nicht klug. So, dann brauchen wir auch wieder Banzai. Das ist unglaublich, wie oft wir den brauchen. Firetail kommt auch mit. Oder? Sparkle. Nein, wir nehmen Firetail mit. Oder? Ich habe nicht viele elektrische Geräte, deshalb... Ich brauche eher Sparkle. Wegen seinem Inferno. Ich nehme auf jeden Fall Harrod mit ihrem Dings. Arclight könnte ich natürlich auch. Das wäre auch nochmal Feuer. In der Mission ist Boo wieder ganz gut. Denke ich, oder? Körper ist scheiße. Tut mir leid, es gibt halt Geister, die sind einfach kacke. Ich brauche... Oder ich will Typhoon eigentlich dabei haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Du darfst auch mitkommen. Ich brauche ich nämlich wegen dem... Ich habe dir extra Sicherungen durch dran gegeben. Für das. Und Starkstrom hast du auch. Damit bist du mit Storm Talent ganz gut. Sparkle kann ich halt draußen binden. Mit Hilfe von Harrod. Und ich... Hogwash. Ich brauche auch noch einen... Ach komm, ich nehme mal die Krähe mit. Auch wenn... Moment, der kann nur draußen gebunden werden. Moment, du kannst drinnen und draußen, dann kommt Bug mit. Wir sehen hier drinnen und draußen. Und haben fast alle dieselben Fähigkeiten. Ja. Das sollte als Team durchaus funktionieren. Setze das astrale Sicherheitssystem außer Kraft. Befreie die Geister aus dem EPS und sorge dafür, dass kein Sterblicher mit klarem Verstand im Gebäude bleibt. Ja, wir sehen hier, sind wieder diese Schutzschilde und diese Schutzschilde werden durch diese komischen rotierenden Dinger da erzeugt. Ich kann halt entsprechend, kann ich eben nicht... Hat er dem gerade einen reingehauen? Das war gemein. Es gibt drei Maschinen, die hier überall stehen. Also hier steht eine rote, dann gibt es die grüne und es gibt die blaue. Oder? Ja, grün, blau, rot. Und gelb. Wo ist gelb? Gelb? Gelb. Wo ist denn gelb? Gelb ist... Moment, ich folge einfach den Kabel. Blaues Kabel, da lang, da lang. Ach so, das Ding führt hier dran. Okay. Ja, hier haben wir einen Geist. Windwalker ist ein stürmischer Spukgeist. Ihn aus dem Ghostbreaker-Gefängnis zu befreien, wäre ein kluger Zug. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen, weil er ist da. So, hier haben sie es ganz eingesperrt. Und hier diese Maschine sollen wir zerlegen. Okay, gut, beginnen wir.
Denn ich habe ja Sparkle dabei. Sparkle, mach mal Inferno. Jetzt wird es erstmal ein bisschen warm hier. So, und ich habe Typhoon dabei. Den kann ich gleich nebenan wenden, das ist ganz gut. Und kann keinen Sturm wirken. Erst einmal. Anderer Plan. Dich da. Beziehungsweise. Dich da. Da steht ja ein Banzai rum. Bim! Die Geisterkräfte haben einen Aufruhr ausgelöst. Der astrale Aufruhr wurde niedergeschlagen. Die Ghostbreaker müssen sich von nun an mehr anstrengen, um deine Geister zu entdecken. Ja, hier waren diese Maschinen. Damit konnten wir praktisch. Konnten die praktisch uns finden. Allerdings Beben hat das Ganze zuerst mal, leider hat sich das immer automatisch geklickt, das nervt so ein bisschen. Aber ja, damit haben wir den Typen schon mal die Sicht genommen. Das ist ganz gut. So, was tust du denn da? Achso, du guckst dir Kisten an. Ja, das kannst du gerne tun. So. Nein. Kommt mal irgendwer raus. Buh. Wo kann ich hier nicht binden? Aber dich kann ich. Starkstrom! Okay. So, ein paar Punkte geholt. Schnell. Ich glaube, ich fange doch mit Harriet an und hier hinten im Hof. Kräfte. Ah, scheiße. Dann doch das Geistergeschenk. Was war das jetzt? Achso, er hat das Geschenk mitgenommen. Dieser weg. So, ich möchte aber erstmal rasselnde Ketten. Um hier so ein paar anzulocken. Und dann Bug hier hinbinden. Nur wenn. Nein. So, damit drücken wir den Typen erstmal. ja, ich habe keinen Unlocker dabei. Doch, ich habe ihn dabei, aber... Komm, geh mal weiter hier. Geh mal hier in den Hauptraum oder sowas. Mädel. Bitte. Oder kommt alle mal zu ihr. Hopp, los, Leute. Hört ihr doch. Hört euch den Geistern.
Hauses? Genau, geh weiter rein. Geh weiter rein. Genau. Brenne! Scheiße. Ich geh nicht mal raus. Okay. Okay. I got this. Du musst dich jetzt leider verteidigen, Kumpel. So, wie kriege ich denn die Maschine aus? Ah. Wie kriege ich denn das Ding aus? Kabel führt da runter. Ah, Moment. Ja, so. Talon, du musst mal hier hin. Und musst... Doch. Scheiße. Mach Sturm. Make me the Sturm. So, und jetzt machst du mir Inferno. Gut. So. Jetzt sollte eigentlich da unten so ein bisschen heißer werden. Vielleicht. Vielleicht fehlt mir irgendwas. Oder er muss doch noch stärker werden, der Sturm. Mal stark Sturm. Die grillen wir beiden. So, ich bin gerade ein bisschen... Ah, sehr gut. Er hat sich aufgelöst und damit ist er wieder zurück auf meiner Bank. Sehr, sehr gut. Puh, das ist gut. Das gefällt mir. Die rennen aber auch nur alle da drin rum. Aber ich kann Harrod, kann ich jetzt sagen... Mach mir mal hier... Trojanisches Pferd. Na gut, mach ein Geistgeschenk und ein Trojanisches Pferd. So. Dann. Ich bin gerade überfragt, wie ich den da ausschalte. Das ist gerade so mein Problem. Beziehungsweise wie ich die Dinger... Ich muss den da erstmal ausschalten, irgendwie. Kann auch sein, dass ich jetzt das falsche Team dabei habe. Das wäre nicht so gut. Ich glaube echt, dass ich das falsche Team dabei habe. Ich meine, ich kann ihn ein bisschen verschrecken, aber sonst, ich glaube, Typhoon-Dings bringen hier gerade nicht viel. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme und dann werde ich mir mein Team mal zusammenstellen. Dann bis gleich!